Man redet, also wir reden jetzt viel übers berufliche Scheitern, wobei das ja eigentlich immer darauf bei dir auch hinauslief, dass du daraus gelernt hast. Gibt es so eine Sache, wo du sagst, boah, das würde ich trotzdem anders machen im Nachhinein? Ja, auf jeden Du Fall. bist der erste Mann. Und ich glaub's nämlich nie jemand, weil ich. Ja. Voll, ja, ich verstehe das auch, wenn Leute sagen nein, weil sie sind ja aus dem Grund sind sie an dem Punkt, wo sie sind. Ja, So, ja, und sie klar. sind ja auch zufrieden mit sich und zufrieden mit dem Punkt, an dem sie sind. Absolut, und trotzdem gibt es doch da Ja, immer klar. eine Natürlich, Sache oder natürlich. mehr. Natürlich. Du willst jetzt wissen, was oder was? Na klar. Also ich sag dir ganz persönlich, bis heute denke ich, dass das ein Fehler war, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht viel anders machen können. Aber als wir die Firma, als wir die Famefabrik damals gegründet haben, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, der Verdienst wird durch drei geteilt. Jeder bekommt den gleichen Anteil. Und das ist schön und es sieht auch von außen schön aus und das ist irgendwie auch sehr kollegial und trotzdem glaube ich bis heute, dass das ein Fehler war. Dass das auch generell einfach das Verhältnis von uns irgendwie nicht so werden hat lassen, wie ich es gebraucht hätte, um mich da wohlzufühlen über einen längeren Zeitraum als 8 Jahre, wo ich jetzt da war. Oder sagen wir mal 6 Jahre, wo ich da war. Die letzten 2 Jahre habe ich mich ja nicht wohlgefühlt, sonst hätte ich ja nicht darüber nachgedacht zu gehen. Aber das denke ich auf jeden Fall, wenn ich zurückgehen müsste, um was anders zu machen, dann würde ich wahrscheinlich an diesem Tag da sitzen und sagen, nee, ich will die Hälfte und die andere Hälfte könnt ihr euch teilen. Es kann noch so asozial jetzt klingen und auch von außen asozial sich anhören, aber. Ich meine, das wird ja einen Grund haben und vor allem, das ist ja das Schwierige als Kreativer, vor allem, wie willst du Kreativität messen? Ne? Also ganz schlimm ist es, wenn man schnell eine Idee hat, weil dann denken die Leute, ja, die macht das ja einfach aus dem Stegreif, ist ja auch schnell gegangen, sie muss jetzt nicht da viel machen. Finde ich, stimmt so nicht, weil find erstmal jemanden, der dir schnell eine Idee liefert Ja, oder. und außerdem ist es jahrelanges Training. Ja, So, das kommt dann noch dazu. voll, Das voll. sind ja durchaus Kreativmethoden, die man sich über die Jahre drauf schafft. Und das muss ja erstmal jemand bezahlen. So, so wie jemand anders, so wie du einen Meister rufst, der die Elektrik verlegt. So, der hat einen Meisterbrief, okay. Aber es gibt halt leider nun mal in der Kreativität keinen Meisterbrief. Außer ein Echo vielleicht. Aber ja, das ist nun mal so. Da gibt es keinen Punkt, an dem du sagen kannst, hier, die Kreativität ist so und so viel wert und deshalb habe ich so und so viel zu kriegen einfach. Ja. Aber also jetzt bist du jetzt gerade neu in Buchhaltung und bist du, was war da so der größte Fehler, den du gemacht hast? Wahrscheinlich, also den größten Fehler, den die meisten meiner Meinung nach machen, ist ja falsch kalkulieren Ja. oder halt aus dem Bauch heraus Kostenvoranschläge rauszuschicken, was ich natürlich auch gemacht habe und später erst zu merken, fuck. Ja, da habe ich ja Gott sei Dank schon jede Menge Erfahrung mitgenommen, so aus der Fabrik, was so Sachen kosten und habe zumindest den Punkt nicht, dass ich irgendwie dann am Ende kein Geld verdiene, sondern ich weiß dann halt, ich kann das dann kompensieren mit meiner Kreativität. Ich kann dann sagen, okay, dann an der und der Stelle muss ich dann halt irgendwie was Kreatives einfallen lassen, um da Geld zu sparen, damit ich am Ende trotzdem noch irgendwie Hack habe, um den Hof zu bezahlen, so. Hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo du so limitiert warst, auch an Geld und Mitteln, dass dadurch ein neues Konzept entstanden Ja, ist? na klar. Ich finde das ultra geil auch. Also nicht, dass jetzt alle kommen und kein Budget mehr sagen, ich gebe dir kein Budget, damit es einfach Damit sie kreativ wird. kreativ machen. Nein, aber es ist so, das sind so die eigenen Sachen oder die Sachen, die man mit Freunden macht einfach. Ja? Das ist einfach geil, weil man hat einfach null so und dann muss man was zaubern, dann musst du kreativ sein. Du hast gar keine andere Wahl. Und das ist einfach, das löst auch aus. Dieser Druck löst auch Kreativität aus. Gibt es ein Video, wo du wenig Mittel hattest und dann. Ja, na klar, jede Menge. Eigentlich so gut wie alle Credibil-Videos sind mit sehr wenig Mitteln entstanden und sind trotzdem fast alle sehr, sehr geil geworden. Und das ist dann halt auch einfach, das macht einfach ultra Spaß auch, so zusammen was erschaffen, auf das man stolz sein kann. Und das quasi nur aus einer Kartoffel heraus, so. Das ist einfach geil. Und er ist keine Kartoffel.
Nee, nicht dass er die Kartoffel ist, sondern so. So, okay, Kartoffel hier, da machen wir jetzt, da bauen wir jetzt ein Loch rein und dann machen wir da irgendwie eine Lochkamera draus aus der Kartoffel. Und dann drehen wir halt ein Video mit einer Kartoffel-Lochkamera. Das stimmt nicht. Das ist noch nie passiert. Mhm. Nein. Aber so wenig Mittel hatten wir auch noch nie. Eine Kamera war schon immer mal da. Ja, also ich hatte das mal beim Kalender, beim Sneaker-Kalender, dass ich hatte kein Geld für Make-up, ich hatte kein Geld für Styling. Ich hatte kein Geld für Location, aber ich wollte unbedingt einen Kalender machen. Und dann, was blieb mir? Okay, man darf das Gesicht nicht sehen, weil kein Make-up, Kleidung haben wir nicht. Okay, dann müssen wir nackig machen. Also die Schuhe kommen vor die Titten. Es hört sich jetzt so unfassbar unkreativ und Ding an, aber ich hätte ein Konzept nie so durchgezogen mit roten Faden, weil ich eher sehr zerstreut bin. Und dadurch hat sich einfach ein Konzept ergeben, nur weil ich einfach keine Mittel hatte. Ja. Weißt du, das ist schon geil. So. Ja, voll. Und das ist ja auch ein geiler Kalender geworden dann am Ende. Ja, es ist sogar einer... Also ist, nee, oh, ich kann gar nicht sagen. Ich bin nicht so, das ist mein Lieblingsding, weil alles hat so seine Vor- und Nachteile. Das kommt bestimmt noch. Meinst du? Ja, so in 10, 15 Jahren hast du bestimmt was da. Oh, Dicker, 10, 15 Jahre. Wo sehen Sie sich in 10, 15 Jahren, Mikes Fontanier? In 10, 15 Jahren sehe ich mich als Vater mit meinen Kindern im Garten spielen. Und beruflich... Schauen wir mal. Was würdest du deinen Kindern zum Thema Scheitern sagen? Scheiter. Ja. Scheiter so viel, wie du nur kannst. Aber steh halt wieder auf, mach halt weiter. Gab es einen Moment, wo du gedacht hast, ich glaube, ich stehe jetzt erstmal nicht auf? Wo du so länger gebraucht hast, um wieder aufzustehen? Oder geht es bei dir sehr schnell? Nur Tage. Ja. Nur einzelne Tage. Wo ich wirklich auch... wo ich fast schon Depressionen nennen würde. Mhm. So absolut fehlende Motivation, gar keinen Bock weiterzumachen, scheiß drauf, ich suche mir eine Festanstellung, was weiß ich was, so scheiß auf Kunst auch, Dreckskunst. Und dann aber am nächsten Tag, meistens muss ich sowas wegzeichnen. Ich muss mich dann hinsetzen und zeichnen und dann ist es am nächsten Tag, ist es auf dem Papier, der Gedanke, die Depression ist auf dem Papier. Dann zerknüll ich das, schmeiß weg und dann ist auch die Depression weg. Ja. Und dann einfach weitermachen. Es macht auch zu viel Spaß, um sich das nehmen zu lassen von dem Gefühl des Scheiterns. Wenn du heute kein Regisseur wärst, kein Kamera, wie nennst du dich denn am liebsten? Was hast du reingeschrieben? Art Director, ja. Wenn du heute kein Art Director... Das schneiden wir? Oder nein. Vielleicht nicht? Nein! Wenn du heute kein Art Director wärst, Mikes, was wärst du dann? Das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich Lehrer, aber da gibt es so viel. Heute gibt es so viele Möglichkeiten, mit denen man Geld verdienen kann, die jetzt auch nichts mit Art Director zu tun haben. Wahrscheinlich wäre ich so Clickbait-Berater oder sowas. Den Leuten sagen, schreibt das in eure Videos oder macht das in eure Thumbnails. Damit was soll ich, wie soll ich dieses Video nennen? Dieses Video, am besten hinten dran schon mal Hashtag NoClickbait und vorne dran irgendwie sowas wie Maggie zeigt Mikes ihre Titten oder so. Und auf dem Bild musst du dann so ho machen, so ho. Ich werde das tun. Ja, mach das, aber Hashtag no clickbait. Oh, ist das schön. okay, ich muss mich kurz titten. Bist du schon mal sexuell gescheitert? Wäre jetzt die nächste passende. Ja, auch, absolut. Absolut. So morgens aufgewacht und dann gemerkt, dass man sexuell gescheitert ist. Das passiert auch, ne? Klar. Das ist normal. Ja, man muss auch scheitern einfach. Man muss auch scheitern. Ich sag dir ganz ehrlich, mein sehr, sehr guter Freund Dan Rock aus Mannheim, der ist mein Tätowierer und auch Star-Tätowierer von vielen anderen Hip-Hop-Menschen, der ist so weit gescheitert an seinem Leben, und auch an den mangelnden Möglichkeiten, die seine Eltern ihm gegeben haben, weil die auch nicht wirklich gut Arbeit geleistet haben, dass er echt irgendwann einfach obdachlos war. Und so obdachlos, dass er in irgendeinem verrotteten Haus, wo kein Mensch mehr drin gelebt hat, weil die Fenster eingeschmissen waren, oben im Dach gelebt hat und einen Tetrapack aufgeschnitten hat, damit er nicht immer runtergehen muss zum Pissen. Und war wirklich
unten, so weit unten, wie du nur sein kannst. Und der hat sich wieder hochgekämpft. Der hat sich hochgekämpft und hat heute eine Familie mit zwei Kindern, das dritte ist unterwegs. Hat einen festen Job als Tätowierer, gibt sich den Riss, verdient genug Geld und fährt einen Mercedes. Das ist für mich das perfekte Beispiel dafür, dass das Scheitern dich auch dazu irgendwo bringt, einen Weg intensiver zu gehen als Leute, die nie gescheitert sind. Der will da nicht zurückgehen. Der will niemals wieder hin zurück an diesen Punkt. So wie ich niemals wieder zu Starburger zurück will. So will der auch nicht mehr zurück in die Obdachlosigkeit. Und deshalb wird der immer härter kämpfen als Leute, die nicht gescheitert sind. Ja. Starburger, hast du da auch gearbeitet, oder? Ja, das war schlimm, Mann. Ja, stimmt, hast du hier. Und Jobs, die mir verwehrt blieben, Schauspieler. Wäre geil, mega sogar. Ja, aber das ist ja ein noch. Deshalb war das auch für mich schwer zu beantworten, die Frage, weil das ist auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und ich bin mir auch sicher, dass ich das in einem Alter, wo ich dann weniger die Sache arbeite, die ich im Moment arbeite und dann lieber was anderes arbeite, dann immer noch tun kann. Mhm. Dieser Schauspieler bei Harry Potter, der lange schwarze Haare. Hagrid, ja. Der erst so spät angefangen hat zu schauspielern. Der hat irgendwie erst mit 50 hat er angefangen. Der hat mit 50 angefangen zu schauspielern und hat dann 3 Jahre später einen Oscar gekriegt oder sowas. Und man hätte ihm hundertprozentig gesagt in diesem Alter, nee, brauchst du jetzt auch nicht mehr anfangen. Ja. Unrealistisch, hau ab und ja, so, ne? Voll. Aber er hatte wahrscheinlich auch erst dieses tausendprozentige Selbstvertrauen, was man als Schauspieler, glaube ich, braucht, auch um so zu spielen, wie er spielt, auch erst einfach mit 50 halt. Erstmal alles durchgemacht in seinem Leben und wahrscheinlich auch gescheitert ohne Ende. Und dann hat er halt irgendwann sich gefunden. Und zwar so sehr sich gefunden, dass er sich dann auch hinstellen konnte und jemand anders sein konnte, dass es ihm Leute abkaufen. Ja, geht was, alles. Was ist denn für dich schlimmer, persönliches Scheitern oder berufliches Scheitern? Oder ist das für dich derselbe Lerneffekt? Ja, der Lerneffekt ist der gleiche, aber das persönliche Scheitern ist schon, fühlt sich schon schlimmer an, auf jeden Fall. Macht auch so. Weil das ist ja auch so, okay, der Mensch, der du sein willst, hat natürlich auch was mit dem Beruf, den du tust, zu tun. Nicht bei jedem Menschen, andere, es gibt Menschen, die da einfach Geld verdienen und denen das auch relativ egal ist. Aber in meinem Fall hat mein Beruf natürlich auch viel mit meinem Charakter zu tun und mit meinem Menschsein. Aber trotzdem ist das menschliche Scheitern, wenn man irgendwie bei irgendwas einfach Scheiße gebaut hat oder sowas, dann ist das schon auch, tut mehr weh auf jeden Fall. Und längere Zeit und ist wahrscheinlich dann auch ein intensiveres Lernen. Ich glaube, man ist auch enttäuscht davon, sich selbst so. Ja. Ja. Ich hatte gerade einen guten Punkt und er war weg. Scheiter jetzt nicht. Das ist ja das Geile übrigens. Ich kann so viel scheitern, also nicht absichtlich, aber immer wenn was schief geht, also seit dem Projekt kann ich ohne Probleme scheitern, weil ich mir denke, hajo. Die anderen scheitern doch auch. Ja, auch, aber ich krieg's ja nicht mit. Deswegen mache ich ja die Interviews, damit ich mal mitbekomme, ja. Was ist bei den anderen so schief gegangen. Ja, ich hab's gleich wieder. Starburger? Warst du da lange? Nee. Ein halbes Jahr oder so. Das Problem war, dass da der Geschäftsführer, also der Chef, war ein Kumpel von einem anderen Kumpel von mir und deshalb habe ich den Job auch bekommen. Hm. Und ich stand da halt hinterm Grill. Und erstmal hatten die keine Kleidung in meiner Größe, deshalb musste ich immer viel zu enge T-Shirts tragen. Was für ein Fettsack schon mal richtig geil ist, wenn du in einem Burgerladen bist und deine Würste am Start sind. Und der Geschäftsführer, der dort aber alles irgendwie, der die Arbeiter auch eingetragen hat und sowas, der war Asiate. Und der hat sehr, sehr, sehr schlechtes Deutsch gesprochen. Und der hat mich dann immer angerufen und hat gesagt, ja, du musst morgen um 7 arbeiten, komm doch morgen um 7 arbeiten. Und ich sage, ja, okay, also bin ich um 7 da hingekommen zum Arbeiten. Und dann sagt er zu mir, ja, warum bist du hier? Du musst doch 17 Uhr arbeiten, 17 Uhr. Ich so, wow, okay, und das ist halt so 8 oder 9 Mal passiert einfach, dass ich entweder zu früh oder zu spät gekommen bin, weil er nicht die Sachen irgendwie schriftlich gemacht hat, sondern dann angerufen hat und mit sehr schlechtem Deutsch irgendwie Uhrzeiten erklärt hat. Aber er war halt auch der Chef, du hattest dann halt auch bei dem keinen Bock, 3- und 4-mal nachzufragen, weil er sich dann halt auch irgendwie angegriffen gefühlt hat. Und dann, ja, da bin ich dann halt hart gescheitert auf jeden Fall an dem Burgerladen. Und da war es auch so, dass ich dann irgendwann
nicht in meinen viel zu engen T-Shirts nicht hübsch genug war, um mich vorne an den Counter zu stellen. Deshalb musste ich hinten am Grill arbeiten. Und der Abstand von Grill zu Wand war einfach sehr gering. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Burgerladen gearbeitet hast, aber da sind, und damit das Franchise funktioniert und jeder Burger gleich lang gegrillt ist, ist dort wie ein Kettensystem, ja, an dem du auf der einen Seite quasi diese gefrorenen Patties einlegst und die laufen dann auf einer Kette eine gewisse Geschwindigkeit durch diesen Grill und kommen hinten gegrillt raus. Und zwar alle gleich lang gegrillt, ja, weil die ja alle dieselbe Kette lang laufen. Und so stand ich also da in so einem Meter Abstand zu diesem Grill und habe diese Burger-Patties da reingelegt. Und der Grill war so auf Augenhöhe, so immer, ja, so. Und irgendwann nach dem dritten oder vierten Mal arbeiten am Grill bin ich nach Hause gekommen. Und meine Mutter war ja Krankenschwester. Und die guckt mich an und sagt, was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich sag, wie, was ist mit meinem Gesicht? Da stimmt irgendwas nicht mit deinem Gesicht. Und dann sind wir ins Krankenhaus gegangen und haben dann da Tests machen lassen. Und dann ist da ernsthaft bei rausgekommen, dass ich Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht hatte von diesem Grill. Und da dachte ich mir auch so, wow, das ist ein super Job, den ich hier habe. Aber es hat wirklich dazu auch geführt, wie bei Danny, es hat einfach dazu geführt, ich wollte da nie wieder hin zurück. Nicht nur zu diesem Starburger nicht, sondern zu jeglicher Form von Jobs, die so sind einfach. Ich habe mir gedacht, nein, da bin ich ein zu krasser Motherfucker für. Ja. Das kann ich mir nicht geben, mit Verbrennungen zweiten Grades nach Hause zu kommen, nur weil ich gearbeitet habe. Ich arbeite doch nicht beim Vulkan. Ja, das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber dann kommt von manchen Menschen gerne das Argument, ja, beim Leben ist halt nicht immer alles so rosig, manchmal muss man leiden, was ich halt überhaupt nicht so sehe. Also ich denke, wieso? Kann doch geil sein. Ja, na klar. Das ist ja auch immer so eine Eigenverantwortung, ne? Ja. Ob du das machen willst, ob du halt den Scheißjob haben willst oder ob du dich halt reinkniest. Mhm. Egal in was. Und gerade heute, man macht das Internet an, du kannst alles lernen. Jede Scheiße kannst du lernen, von Wissen über Wissen, wie man was baut, über egal, alles kriegst du dort. Dann mach, zieh dir doch alles rein. Was glaubst du, ist denn der größte Denkfehler von den Leuten, die irgendwie fest sitzen und sich selber im Weg stehen und einen Scheißjob machen und die Burger eben grillen? Es gibt natürlich auch Leute, die voll gerne Burger grillen, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen, aber was machen denn die Leute, was ist der größte Denkfehler? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich in diese Leute nicht reinversetzen. Ich würde jetzt vielleicht sowas sagen wie, dass sie sich mit zu wenig zufrieden geben, aber das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt was Schlechtes, sich mit wenig zufrieden zu geben. Weil du bist halt dann auch eben zufriedener als die meisten anderen Leute, die sich nicht mit wenig zufrieden geben. Deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das der falsche Gedanke ist. Ich glaube einfach, das sind so Ambitions halt einfach, so Ambitionen, was man irgendwie halt will von seinem eigenen Leben. Und es gibt Leute, die wollen halt weniger und es gibt Leute, die wollen mehr. Aber wenn Leute mehr wollen, wenn du mehr Ambitionen hast, wenn dich das, was du tust, ankotzt oder wenn du siehst, wie andere das tun und das nicht haben willst, dann musst du mit voller Gewalt und voller Power dich da reinstürzen und sagen, okay, ich lerne jetzt das und das und das und schaffe mir das und das Werkzeug drauf und dann mache ich das und das und dann zeige ich das Leuten oder ich zeige, was ich drauf habe und nutze jede Chance, die mir gegeben wird und dann geht das auch, dann kommt man auch voran einfach. So, es ist Zeit für Glückskekse. Diese Glückskekse kriegt jeder. Zwei gleich, oder was? Oh, nee, du einen, ich einen. Ja. Warum darf ich mir denn da nicht aussuchen, welchen? Ich nehme den. Okay. Muss ich die auch essen, weil ehrlich gesagt finde ich Glückskekse echt ekelhaft. Voll viele finden die ekelhaft. Nein, musst du nicht essen. Die sind so trocken. Ey. Ich glaube, da beschweren sich auch die Menschen gerne vom Ton. Liest du vor? Okay, soll ich den ganzen Satz vorlesen? Nein, bitte nur bis zur Hälfte. Weil bis zur Hälfte würde schon auch Sinn machen. Würde auch Sinn ergeben. Mach mal so, wie du Bock hast. Du wirst niemals dein Ziel erreichen. Glückskeks, ja, ja. Wie ich so tue, als wäre das eine Kamera. Glückskeks. Also, du wirst niemals dein Ziel erreichen, wenn du bei jedem Hund, der dich anbellt, stehen bleibst. Welcher Hund hat dich mal angebellt, außer Tyson und Vito? Also, ein wahrer Hund? Nein, oder jetzt symbolisch. Ein symbolischer Hund? Gab es Menschen, die gesagt haben, du kannst was nicht? Ja, klar, jede Menge. Dann. Aber das ist natürlich schon Antrieb auf jeden Fall. Jede Menge Antrieb. Also wenn zu mir jemand sagt, das kannst du nicht, dann,
dann zeige ich dem, dass es so schnell es geht, dass ich das kann. War bei mir auch so, aber mir hat mal ein Freund gesagt, das ist keine positive Energie, das ist ja eigentlich ein negativer Mensch. Und wieso soll dieser Mensch dich voll lange begleiten in deiner Machenschaft so? Und ich habe dann ganz lange gebraucht, um das zu verstehen, weil das war eigentlich bei mir auch immer motivierend. Mhm. Ich habe sogar manchmal darum gebettelt, dass mir jemand sagt, dass ich was nicht kann, weißt du? Mhm. Wenn so eine Down-Phase war oder so. Oder ich habe mir gedacht, irgendein Typ muss mir bitte mein Herz brechen, weil sonst, das motiviert mich. Ich verstehe. Aber wer war das denn in deinem Fall? Oder was für Menschen sind das denn? Das ist manchmal auch ich selbst. Ja. Ja, also wie zum Beispiel Autofahren. So. Ich habe ja gerade vor kurzem meinen Führerschein gemacht mit knapp 34. Und da habe ich dann, als ich das erste Mal die praktische Prüfung verkackt habe, habe ich schon zu mir selbst gesagt, du kannst das nicht. Und als ich das zweite Mal verkackt habe, habe ich auch gesagt, du kannst das nicht. So, und dann hat mich das aber auch motiviert. Das ist natürlich irgendwie dämlich, wenn man sich selbst sagt, du kannst das nicht, und dann motiviert es dieselbe Person auch, das dann doch dir selbst zu zeigen. Aber so ist das halt irgendwie. Und von außen gab es mit Sicherheit auch jede Menge Leute, die immer gesagt haben, du kannst das nicht. Aber als ich dann ein paar Mal gezeigt habe, was ich kann, wurde das auch immer weniger auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Interessante, und dann kommen wir gleich auf meinen Spruch. Die Leute labern so viel und wollen so viel machen, aber deine Sachen sind krass, aber sie müssten noch nicht mehr so krass sein, weil es reicht manchmal Leuten nur, wenn sie sehen, du machst. Das respektieren die schon meistens, weil es so viele Laberer da draußen gibt. Absolut, respektiere ich auch. Ich habe den Spruch, machen ist wie wollen, nur krasser. Mhm. Passt schön dazu, ne? Hast du die selber gebacken oder was, diese Sprüche? Die Sprüche habe ich gebacken, ja. Was motiviert dich noch, außer du kannst was nicht? Para. 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 Para motiviert dich auf jeden Fall auch. Was motiviert mich noch? Das Vorankommen, so dass das besser werden. Mich motiviert, wenn andere Leute krass sind. Mich motiviert meine Frau. Wenn ich mal gar keinen Bock habe, ist die schon auch eine Motivationsquelle. Mich viel. Ich kann echt aus ziemlich viel Motivation schöpfen auch. Manchmal kann ich mir das selbst nicht in die Erinnerung führen an manchen Tagen, aber meistens am nächsten Tag dann schon. Und selbst der Tyson ist Motivation. Selbst der Tyson ist Motivation. Weil beim Tyson merkt man so, der Hund. Der Hund ist einfach, der will immer bei der Herde sein. Jetzt will er gerade beim Ball sein, aber wenn wir jetzt hier nicht wären, dann hätte er auch keinen Bock auf den Ball. Dementsprechend ist es schon auch eine Sache, die man lernen kann, auch von einem Hund. Dass man irgendwie, dass es bei der Herde schon am geilsten ist. Was hast du denn da noch in deiner Tasche an Informationen? Naja, an Infos jetzt nicht so. Ich habe halt wirklich schon vorgefertigte Fragen, aber in dem Fall haben wir uns mal so ein bisschen darauf konzentrieren wollen, einfach nur zu labern, weißt du, und nicht Fragen runter zu rattern, weil das eben voll daneben gehen kann. Irgendwie. Kann man dran scheitern? Ich bin nur am Scheitern, wirklich. Aber das ist auch das erste Mal, dass ich so checke, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich checke, nur so werde ich besser. Also mich kann man jetzt tatsächlich für die schlechteste Moderatorin der Welt halten und ich würde einen Fick geben. Weil ich weiß, ich kann es, aber man muss mir nur die Zeit geben, bis ich es kann. Ist ja auch eine Frage des Selbstbewusstseins, ne? Auch das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Ja, aber kennst du das nicht, wenn dich Leute einschüchtern, Situationen einschüchtern? Du bist nicht du selbst? Ja, wann war das denn so bei dir? Schon lange her. Es hört irgendwann auf, Maggie, auf jeden Fall. Ich sag dir, ich bin jetzt fast 34, jetzt gibt's das nicht mehr so wirklich. Dass irgendwelche anderen Leute mir die Motivation nehmen können. Nee, aber ich meine, hatte ich nicht mal einen Künstler eingeschüchtert oder so am Set oder eine Person mal eingeschüchtert? Ja, das gab es mit Sicherheit auch. Also ich fand Barcelona schon einschüchternd. Ja? Boah, ich bin gestorben. Nee, das war für mich nicht einschüchternd. Boah, ich bin gestorben. Ey, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Blitz gearbeitet habe. Und dann ist es Lionel Messi. Klar. Aber es hat funktioniert. Das ist auch, glaube ich, der falsche Weg. Man darf sich da überhaupt nicht einschüchtern lassen. Man muss immer erstmal da hingehen mit dem Gedanken, dass man selbst der oder die krasseste ist, die jetzt da vor Ort ist. Und die anderen müssen es erstmal beweisen, dass sie krasser sind. Aber das ist ein guter Punkt, weil ich habe die Theorie, oder ich behaupte jetzt einfach mal, und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, dass das als Frau was anderes ist als Mann. Ich glaube, das kannst du als Frau so nicht bringen. Warum nicht?
Weil man dann die Diva ist, wenn man dann die Zicke ist. Also ich finde schon, dass viel Homie-Business bei euch läuft und ich als Frau da erstmal es schwieriger habe. Das lässt du dir von außen einreden, Maggie. Lass dir nichts von außen einreden. Das ist einfach... Nee, das empfinde ich so. Ja, aber das kommt ja von außen. Nee. Und die Eier kommen von innen. Ich kenne halt auch nicht so... Kennst du viele Frauen in dem Business? Ich kenne ein paar Frauen, ja, die auch Eier haben. Also ich glaube, eine Katja Kuhl hat auf jeden Fall Eier am Set. Ja, die werde ich, die, mit der muss ich auch irgendwann mal reden, um die mal zu fragen, was die gemacht hat. Ja, frag mal. Ja, aber es sind nicht so viele. Das war jetzt die Katja. Ja, klar, aber das liegt ja auch durchaus an dem Mut, den vielen Frauen genommen wird durch die Gesellschaft, wie sie halt nun mal ist und wie sie funktioniert. Ja. Aber das ist ja... das ist ja trotzdem immer noch dein Mut. So, das ist ja nicht, das sind ja nicht 8 Bullen, die mit geladenen Waffen zu dir nach Hause kommen und deinen Fernseher mitnehmen. Und danach hast du keinen Fernseher mehr. Und du kannst nichts dagegen machen, weil du zu schwach bist, so, um die 5 Bullen mit Waffen irgendwie rauszuschmeißen. Sondern der Mut kommt aus dir. Du kannst dich hinsetzen und machst die Augen zu und schlägst deine Hacken dreimal aneinander, dann hast du wieder Mut. Theoretisch, ja. Das ist... Und ich glaube auch, dass da draußen, wenn eine Frau was Krasses macht, dann hat sie was Krasses gemacht einfach. Fertig. Ja, das stelle ich ja nicht in Frage. Ich glaube einfach nur, dass es trotzdem sehr männerdominierend ist und ich es als selbstständige Kamerafrau, Cutterin, Videomacherin einfach gefühlt, also ich will das gar nicht als Ausrede nehmen, um Gottes Willen so, weißt du? Ich will gar nicht das Opfer spielen, aber ich mache mir darüber Gedanken und es gibt nicht so viele, mit denen ich darüber reden kann, die Frauen sind. Deswegen muss ich euch Männer halt fragen, ob ihr glaubt, dass da was dran ist. Ja, da ist hundertprozentig was dran. Ja? Das wird euch in allen Bereichen schwerer gemacht. Dafür wird es euch in anderen Bereichen leichter gemacht, was die nicht unbedingt das ausgleicht. Ja? Mhm. Nur weil ihr im Club die Drinks umsonst bekommt, heißt nicht, dass ihr dann bei der Arbeit abkacken dürft. So, ja? Ich krieg keine Drinks umsonst. Ja, okay. Aber du verstehst, was ich sagen will. Ja. Ja. Das ist trotzdem eine Sache, die ja diesen Druck, über den wir vorhin gesprochen haben, durchaus auch auslösen kann. Ja? Mhm. Also nach dem Motto, ich bin eine Frau, deshalb denken schon mal 90% der Männer, ich kann das nicht. Deshalb zeige ich jetzt, dass ich das kann. So, und wie ich das kann. Und ich kann es sogar krasser als ihr. Und das ist der Gedankengang, den man dann einfach haben muss. Und das ist dann auch die Energie, die das auslösen muss. Mhm. Und dann ist das, glaube ich, dann der Punkt, wenn du dann wirklich halt eben was Krasses machst, ja, dann ist es auch vollkommen egal, ob das eine Frau ist oder nicht. Und ich persönlich denke mir jetzt zum Beispiel, damals, als ich beim 99 Fire Film mitgemacht habe, da hat ja dann auch bin ich Zweiter geworden und Erste ist eine Frau geworden. Mhm. Und da ist ja dann der Kameramann, der bei dem Film die Kamera gemacht hat, später relativ betrunken zu mir gekommen und hat gesagt, dass das alles seine Idee war und er eigentlich auch den Film gemacht hat, aber halt den unter ihrem Namen eingereicht hat. Weil er halt sich gedacht hat, die hat bestimmt mehr Chancen. Jetzt trägt er schon wieder die Pisse. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Hey! Hast du sie doch alle? Herr, aber wieso hat er das gemacht? Hat ja funktioniert. Du glaubst, weil sie eine Frau ist? Ja, na klar. Bei so einem Contest ist das ja schon was anderes. Oh. Ja? Bei so einem Contest ist dann, wow, das ist ein richtig geiler Film. Und den hat sogar noch eine Frau gemacht. Wo eine Frau ja eigentlich gar nichts kann. Das ist ein kleines Weibchen so. Weißt du, was zu mir manchmal Männer sagen? Für eine Frau bist du ganz schön lustig. Ja, ja. Und ich denke mir so, what the fuck? Was ist denn bei euch los? Wow, da würde ich direkt mit den Hacken ins Gesicht, Alter. Hm? Ciao, Bo. Geh mal, Chuck. Ja, du bist der beste Hund der Welt. Ich weiß. Gibt keinen besseren als dich. Ja. Aber wie war es dann für dich, Zweiter zu sein? Oh, scheiße. Zweiter sein ist Letzter sein. Ich finde das schön, dass das endlich mal jemand sagt. Nee, Zweiter sein, vor allen Dingen, der Erste hat ja auch noch, hat ja wirklich Geld gekriegt und der Zweite gar kein Geld und das Einzige, was wir gekriegt haben, war, dass dann im Hotelzimmer so eine Gurke lag. Wie sah das Hotelzimmer danach aus? Furchtbar. Ich wusste es. Die Gurke war überall. Ja. Und das Essigwasser, in dem die Gurke war auch überall. Ja, ich habe viel gelernt als Praktikantin, besonders über Hotelzimmer. Ja. So, es neigt sich schon langsam dem Ende zu. Mhm. Jetzt hat sich das alles sehr furchtlos angehört. Gibt es trotzdem etwas, was dir Angst macht? Ja, klar. Irgendwann kein Geld mehr zu verdienen.
das macht einem Angst. Also so in der Selbstständigkeit halt. Wenn du jetzt, hast du immer so, dann spielt die Angst mit so, okay, morgen kann es vorbei sein, morgen kann es vorbei sein. Auf einmal kriegst du keine Aufträge mehr. Aber ich habe da zwei befreundete Regisseure, Kai Siekings und Martin Persil, die sind ein paar Jahre älter als ich und machen dieses Game halt auch schon sehr, sehr lange und die sind auch schon sehr, sehr lange selbstständig und die habe ich auch gefragt, wann diese Angst aufhört und die haben gesagt, irgendwann hört's auf. Irgendwann hast du das Gefühl, läuft halt einfach und auch, dass es dann halt, dass auch dieses immer, das wird immer gebraucht, was ich vorhin auch gesagt habe, diese Medien werden immer gebraucht und dann brauchen die auch immer jemanden, der es gut macht. Und wenn man es schon so viele Jahre lang gut gemacht hat und es immer noch gut macht, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwann so ein Ding ist wie Rapper, die dann irgendwie schlecht werden oder sowas, ja? Sondern es ist immer, du kannst immer noch einen Hit raushauen. So. Und so ist es eben bei Videos auch. Du kannst immer noch einen Hit raushauen, so, den dann alle Leute feiern. Und nicht nur du oder nicht nur du aus einem bestimmten Aspekt oder sonst irgendwas. Das gibt's ja immer. Aber deshalb, ich versuche mich wirklich ernsthaft bei allem von Angst frei zu machen einfach. Das ist einfach Unsinn, das lähmt dich und das macht auch einfach dieser Rechtsruck, der überall ist, auch politisch, um mal kurz in die Politik abzustreifen. Hatten wir noch nicht. Kommt auch von Angst. Das kommt einfach nur, weil die Leute Angst haben. Und dann kann man das ihnen eigentlich auch nicht übel nehmen, sondern dann muss man eigentlich das der Angst übel nehmen, wo die Angst herkommt unter Umständen. Den Ursprung von der Angst übel nehmen. Dann bist du wieder bei Medien, ja. Die Angst schüren. Deshalb sagt er das. Oder sie. Man weiß ja nicht, wer hinter der Kamera ist. Ach so, ich war jetzt gerade ganz woanders. Moment. Maggies Team besteht nur aus Mädchen. Und ich gucke wieder ins Mikrofon als erste Kamera. Wenn du deinem 16-jährigen Ich begegnen würdest, was würdest du ihm sagen oder raten? Friss nicht so viel Pizza. Friss nicht so viel Pizza. Wir werden auf jeden Fall nicht von Dr. Oetker gesponsert bei diesem Format. Warum? Habt ihr schon mal Pizza-Thema gehabt oder was? Nein, aber jetzt, jetzt ist das so. Weil ich glaube, Rockstar hat, glaube ich, immer irgendeinen Froster oder so als Werbepartner in seinem Podcast. Ja. Krass. Deswegen alles ist möglich. Ja, Rockstar ist sowieso der Rockstar schlechthin. Ja, nee, also das ist, glaube ich, so das Einzigste, was ich dem 16-Jährigen raten würde. Weil den Rest würde er mir eh nicht glauben. Das würde er mir wahrscheinlich auch nicht glauben, dass er weniger Pizza essen soll. Aber es ist auf jeden Fall, könnte ich dem noch so viel erzählen. Also als ich 16 war, habe ich mir auch echt von niemandem irgendwas sagen lassen. Da war vorbei. Ich wünsche mir das manchmal wieder zurück. Dieses Furchtlose und dieses, ich weiß das eh alles besser, genau das wünsche ich mir jetzt zurück. Nicht so viel zerdenken. Ja, das kann man sich aber erkämpfen, Maggie. Ja. Das kann man sich erkämpfen auf jeden Fall. Wieder in die Furchtlosigkeit zurück. Ja. Sollten alle. Alle sollten wieder in die Furchtlosigkeit. Dann kann man auf jeden Fall klar denken. Ja. Was ist denn, wenn wir von Scheitern sprechen, was ist denn dein persönlicher größter Erfolg? Also eigentlich müsste ich sagen, die Crowdfunding-Kampagne fand ich schon ziemlich krass mit 16.000 Euro. Weil ich da wusste, es wird passieren und es ist passiert und es sah ja am Anfang nicht so gut aus und dann zum Schluss ist ja nochmal richtig was reingekommen. Mhm. Aber das Problem war, und da bin ich auch persönlich an mir wiederum gescheitert, also das war offiziell der größte Erfolg, den ich mir selber so ein bisschen zuzuschreiben habe. Weil da kann ich jetzt nicht sagen, also bei Messi oder so, da sagen direkt die Leute, ja, aber das war es ja nicht du, das war ja die Fame-Fabrik, weißt du? So. Mhm. Und da kann ich sagen, das geht auf meine Kappe, Sneaker-Kalender, aber woran ich dann persönlich gescheitert bin, war auf jeden Fall, dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich habe bekommen, was ich wollte. Mhm. Und ich war enttäuscht, also nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen, also ich war vom Erfolg enttäuscht, weil es mir nicht das Emotionale gegeben hat, was ich gedacht hätte, was es mir mal geben wird, weißt du? Mhm. Und ich weiß nicht, ob das eben bei so einem Echo oder bei einem Messi oder Ronaldo bei dir dann auch so ist, dass du dir denkst, hä? Aber du hast jetzt diese Frage, die ich dir gestellt habe, hast du darauf bezogen, auf beruflichen Erfolg? Ja.
Du hättest das ja aber auch auf jeden anderen Erfolg in deinem Leben beziehen können, der nicht unbedingt was mit deinem Beruf zu tun hat. Ja, aber mein Beruf ist mein Leben. Oh. Ja, ist ja so. Ich habe ja, also ich persönlich, was soll ich da erreicht haben? Also, ich habe keine Kinder. Ich weiß nicht, was man da so erreicht. Erzähl mir von deinem Privatleben, wie ist ja, das so? Ja, das ist ja schon auch durchaus so Charaktereigenschaften, die man erreicht, weißt du? Wenn man so irgendwie ist und man gefällt sich so nicht und dann will man aber so und so werden oder so und so sein. Und das ist ja durchaus dann auch ein großer Erfolg. Wahrscheinlich sogar noch ein größerer Erfolg als ein Messi, Escho, sonst was. Wenn man einfach sich selbst besiegt hat. Die Dämonen. Nee, die Dämonen, die sind noch nicht tot. Diese, alle noch nicht? Noch naja, nicht ein einziger? Doch ein paar jetzt so. Langsam wird's cool. Mhm. Langsam wird's übersichtlich. Aber mhm, der Endgegner ist noch nicht tot. Der Shetan, der reitet dich noch, ja? Ja, der. da muss noch gemacht werden, auf jeden Fall. Aber also ich bin zum Beispiel viel entspannter geworden. Ich war früher so viel aufgeregter und jetzt bin ich schon viel entspannter. Also ich habe zum Beispiel keine Bauchschmerzen mehr vor Drehs. Früher bin ich halt vor einem Dreh gestorben an Aufregung. Jetzt bin ich halt voll entspannt so. Ja. Ja. Bei dir so? Dämonen? Ja, ich habe noch nicht alle Dämonen getötet, aber ich arbeite daran, wirklich immer mehr und mehr die loszuwerden. Und das mit jedem Tag, wo ich Dämonen nicht wiedersehe, ja, feiere ich auf jeden Fall Erfolge. Und das feiere ich, diese Erfolge feiere ich auf jeden Fall mehr als berufliche Erfolge. Ernsthaft? Absolut, ja. Aber was sind das denn so für Sachen? Das sind auf jeden Fall Sachen wie halt, ja, ey, Cholerik, ja, zum Beispiel. Dass man sich manchmal nicht im Griff hat einfach, ja. Oder dass man unmutig ist, dass man Angst hat, all solche Sachen, ja. Und dass man noch so viel schlaue Facebook-Sprüche und Motivationssätze auf Reddit oder sonst irgendwo lesen kann und es dich dann nur kaputter macht, weil du so werden willst, aber das nicht hinkriegst und dann die ganze Zeit das Gefühl hast, wie das was unerledigt ist, so. Und das macht die Dämonen nur noch lauter, so. Und mit fast 34 jetzt merke ich auf jeden Fall schon, wie man damit umgehen kann einfach und wie man das alles stilllegt auch und dass es immer besser wird einfach. Es wird immer ruhiger, es wird immer besonnener und ich träume auf jeden Fall davon, wirklich irgendwann am besten mit den Freunden, die ich jetzt habe, dann mit 70 auf irgendeiner Bank zu sitzen und unsere Enkel bringen uns die Getränke und machen uns die Zigarren an und ja, wir sitzen da und wir sind einfach die fucking Babos. Ja. So, und da will ich hin. Und zwar charakterlich hin auch. So, dass ich dann auch irgendwann sitze und mich nichts mehr aus der Ruhe bringen kann. Weil es halt schon auch so, das macht für mich Sinn, das Leben so zu gestalten, dass du irgendwann dich nichts mehr aus der Ruhe bringen kann einfach. Dass du in Ruhe bist. Aber glaubst du, es gibt Ankommen? Weil ich glaube, man kommt halt nie an. Ich glaube, es wird immer irgendetwas geben. Ja, es wäre schlimm, wenn nicht. Ja. Also, es wäre schlimm, wenn man irgendwo ankommt und dann ist so vorbei alles so. Diese Entwicklung, diese stetige Entwicklung ist schon noch was Großartiges. So. Ja, aber ich habe immer gedacht, es gibt das große Ankommen, weißt du? Und dann ist man so happy für immer. Nee. Oder keine Ahnung. Nee. So brauchst du dir Glück gar nicht erst vorstellen. Das wirst du gar nicht erst erreichen. Nee, das ist schon wirklich was Eigenes. So. Ist schon wirklich was, was du aus dir selbst immer wieder hervorbringen musst. Nicht so, ich bin jetzt glücklich und jetzt, weil ich habe das und das und mein iPhone ist da und die Nikes sind in meinen Füßen und Geld kommt rein und jetzt bin ich safe, jetzt bin ich happy. Ja. So funktioniert das nicht. Musst du noch irgendwie einen Abschlusssatz machen oder so? Ja, ich habe einen wundervollen Abschlusssatz. Welche Kamera läuft noch? Die da? Meckes, ich bedanke mich. Ich find's, sehr gerne. Also auch wenn es super cheesy ist, ist mir aber egal. Ich finde es schön, nach 7 Jahren wieder herzukommen. Also wir haben es zwar zwischendurch immer wieder gesehen, aber ich finde die Entwicklung cool. Und ich finde, man sollte mitnehmen, dass man so auf sein Bauchgefühl hören sollte. Und wenn das Bauchgefühl sagt, es ist gut jetzt und ich will mein eigenes Ding machen, dann sollte man das tun. Egal an welchem Punkt man steht, ob man mit 50 Actor werden will oder sagt, ciao Jungs, ich mache jetzt wieder alleine Videos. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wo gucke ich rein? Hier. Wer den Lebenslauf von Meckes angucken möchte und
sich den Podcast oder das Video, nee, das habt ihr ja schon getan, ne? Okay, wer sich den Lebenslauf von Mückis reinziehen möchte, der kann auch gerne auf www.scheiternfuranfänger.de gehen. Das, liebe Maggie, ist falsch, denn noch haben wir keine Homepage. Die entsteht erst, wenn wir ein bisschen Para zusammenbekommen haben. Also geht auf www.patreon.com/maggieherker und guckt euch dort den Lebenslauf des Scheiterns von Mückis an. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, lasst ihr ein bisschen Schutzgeld da. An der Stelle muss ich das immer sagen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Channel abonniert, das Video teilt, liked, aber am Ende folgt eurem Herzen. Und esst weniger Fleisch. Was? Ja, esst weniger Fleisch. Tatsache. Wenn ihr die Welt retten wollt, esst weniger Fleisch. Serious shit. Es tut mir leid, Maggie, aber es ist so. Kannst du nicht so eine Propaganda hier starten? Ach.